In diesem Video steht ein komisches Boot rum, räume ich zackig auf, besichtigen wir Arromanche und sind in Velay-Roos. Wir sind Heike, Patrick und der kleine Hund und wir nehmen euch mit zu den schönsten Plätzen in Europa. Kommt mit! Hier sehe ich gerade, gibt es ein schönes Restaurant. Und hier sind wir dann doch am richtigen Hafen angekommen. Da liegen die Boote doch im Wasser. Das ist wahrscheinlich genau hier durch diese Schleuse. Wird das gesperrt, damit hier in dem Becken das Wasser drin bleibt. Man könnte hier jetzt über diese Brücke auf die andere Seite, da kann man, glaube ich, sehr schön spazieren. Aber mit Hund und ohne Schuhe ist das schlecht. Also laufe ich einfach mal außen rum. Der Fischereihafen ist der drittgrößte in der Manche. Der Yachthafen hat 760 Plätze, von denen 80 für Besucher reserviert sind. Und da jammern wir über die Spritpreise. Ich hoffe, das kann man gut erkennen. Da hinten fährt ein Boot auf Rädern. Die müssen ja hier eine Lösung finden in der Zeit, wo sie halt Ebbe haben, wie sie die Boote Richtung Wasser bringen. Und dann haben die irgendwie Räder drunter gebaut. Und was die hier ernten, das weiß ich auch nicht. Vielleicht werden da Muscheln abgesammelt, dass das Muschelbänke sind. Das war die kleine Hafentour hier. Jetzt gehe ich uns Brot holen, wir frühstücken und dann schauen wir mal, wo wir hinfahren. Sing, won't you sing with me? Leave everything for me. Hier neben dem Campingplatz ist noch ein Stellplatz. Der kostet am Tag 10 Euro. Wasser kostet halt extra. Läuft hier über dieses Kartensystem und Entsorgung. Und dann seht ihr hier die einzelnen Plätze. Nach dem Frühstück wird noch zackig klar Schiff gemacht und dann geht es schon weiter. Wir stehen hier in Arromanche und hinter mir seht ihr diesen künstlichen Hafen, der von England hier rübergebracht wurde. Natürlich habe ich die Drohne hochgeschickt. Viel Spaß! Ich habe euch hier ein Video verlinkt, welches das Ganze als Animation sehr deutlich zeigt. Die Pendants und schwimmenden Senkkästen, die bis zu 6000 Tonnen wogen, wurden mit Schiffen über den Ärmelkanal geschleppt und dann in Arromanche-les-Bains zusammengebaut. Am 7. Juni kamen bereits die ersten Schiffe hierfür an. Bereits am 14. Juni konnten die ersten Schiffe im künstlichen Hafen entladen werden und der Nachschub mit Truppen und Material konnte anlaufen. Nach nur 7 Tagen Bauzeit wurde der Hafen in Arromanche bereits genutzt und erste Schiffe wurden entladen. Wo sind die Chinesen? Ich glaube hier. Hier. Und? Ja, einmal da.
Wahnsinnig beeindruckend ist, dass nach 80 Jahren im Meer doch immer noch alles so gut erhalten ist. Wir besichtigen jetzt Veules-les-Roses. Das Dorf wurde 2017 in die Liste der schönsten Dörfer Frankreichs aufgenommen. Und das schauen wir uns mal an. Zum Abschluss unserer Reise stehen wir nochmal auf einem traumhaften Platz an den Klippen mit Sicht auf das Meer. Campingplätze findet ihr wie immer in der Beschreibung. Your best kept secrets underground. Your hand on my chest. Guten Morgen. Wir machen unseren letzten Strandspaziergang heute Morgen. Wir sind schon auf dem Heimweg. Heute werden wir bis Belgien noch fahren und dort übernachten. Wir sind in Saint-Aubert-sur-Mer. Das ist ein kleiner Ort direkt neben Veules-les-Roses und ein Stück oberhalb wieder von Etretat. Hinter uns sieht man wunderschön überall wieder diese Kreidefelsen. Und derzeit haben wir natürlich Ebbe. Deshalb können wir schön am Strand spazieren. Viel Spaß! Like
Life is a winding road, no telling where it goes. Driving through days and nights, won't stop for traffic lights. And I really wanna know if I'll ever figure out where the road goes. Even if I'm falling down, I will keep on searching for my highs. Wir hoffen, euch hat die Normandie-Reise gefallen. Und ich darf euch heute schon mal verraten, im nächsten Video geht es hoch hinaus und das ganz anders, wie mancher erwarten wird. Bis nächste Woche. If I got every word perfectly weighted on a thin piece of paper, would it make any difference? Would it change for the better? If I wrote you a poem, if I posted a letter.